Hallo, ist jemand da? Heute geht es um das Metaverse. 2021 ist die Welt durchgedreht und man hat von einer digitalen Revolution geredet. Heute hat dieser Boom deutlich abgenommen. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Metaverse? Der Begriff Metaverse gibt es schon sehr lange. Das erste Mal taucht der Begriff 1992 im düsteren Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neal Stephenson auf. Der Begriff wird ganz unterschiedlich definiert. Wir definieren das Metaverse als dreidimensionalen digitalen Raum, wo Menschen aus der ganzen Welt zusammentreffen. Es ist ein sozialer Ort, wo du dich mit Hilfe eines Avatars fortbewegst, mit anderen kannst interagieren oder dein eigenes Ding kannst machen. Die bekanntesten Plattformen sind Fortnite, Decentraland, Minecraft und Sandbox. Dort kannst du weit mehr als nur spielen. Verschiedene Online-Portale gehen davon aus, dass für gewisse virtuelle Landstücke bis zu 2 Millionen Dollar gezahlt wurden. Es gibt noch mehr so Geschichten und ein paar ziemlich erfolgreich. Zum Beispiel hat der Rapper Travis Scott im Shooter-Metaverse Fortnite ein Konzert vor 45 Millionen Menschen gespielt. Swisscom hat 2023 auf Fortnite eine eigene Map kreiert, wo die User Swisscom Hero City verteidigen, Challenges bewältigen und sich am Schluss auf eine Lehrstelle können bewerben können. Es gibt viele verschiedene Plattformen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sich das Metaverse bis jetzt noch nicht durchgesetzt hat. Plattformen haben kein Interesse daran, sich zusammenzuschliessen und es ist schwierig, den Überblick zu behalten. Eine weitere Hürde sind Gadgets, die man für gewisse Metaverses braucht. Meta, das Unternehmen von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, betreibt ein Metaverse, das mit der Realität verschmilzt und man nur mit einer VR-Brille betreten kann. Das Gadget kostet aktuell noch um die 500 Franken. Was heisst das jetzt für die Zukunft des Metaverse? Die digitalen Räume sind für viele Menschen relevant. Wir müssen nur noch die richtige Form dafür finden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn du keines von unseren Tech-Videos mehr verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal.